Hallo bei Nerdvermedizin, es wird immer wärmer, die Scheinwerfer knallen gnadenlos auf mich nieder und das Thema wird jetzt auch noch hitzig. Es soll so ein bisschen um Therapieentscheidungen am Lebensende gehen und zwar konkret um den Papierkram dahinter, das heißt Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Vorweg, ich bin kein Jurist, ich darf euch also nicht rechtlich beraten, ihr dürft euch auch nicht auf das Video beziehen, wenn ihr mal irgendwann rechtlich da ein Problem habt. Ich kann euch quasi nur aus meinem Alltag als Arzt berichten und das, was ich euch hier wiedergebe, das habe ich viel mit Juristen diskutiert. Das heißt, das fußt natürlich auf einer langen Recherche. Trotzdem, wie gesagt, das ist keine Rechtsaufklärung, keine Rechtsbelehrung und so weiter. So, jetzt gucken wir mal. Welche Formulare finden wir denn da, wenn ein Patient zum Beispiel aus dem Pflegeheim kommt und so eine ganze Menge Papierstapel mit sich bringt? Da haben wir ganz häufig eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Und ich will euch jetzt nacheinander mal erklären, was da so die Knackpunkte sind, wozu das ganze Zeug überhaupt da ist. Fangen wir bei der Patientenverfügung an. Mit der Patientenverfügung verfügt der Patient über seinen Willen für den Fall, dass er den selbst nicht mehr äußern kann. Sprich, wenn ein Patient im Koma liegt, dann kann er vorab in der Patientenverfügung festlegen, was er in diesem Fall gerne haben möchte für sich. Problem: Der Patient muss das auf die konkrete Situation anwendbar formuliert haben. Das heißt, eine Patientenverfügung muss sehr genau und sehr präzise sein. Und deswegen gab es da einen BGH-Beschluss, der ist auch mit in den Shownotes verlinkt, dass die meisten Patientenverfügungen eben rechtlich nicht bindend sind. Denn ist eine Patientenverfügung konkret auf die Situation hin formuliert, dann ist sie auch rechtlich bindend und unumstößlich in dem Augenblick, weil sie dem Willen des Patienten dann rechtlich bindend auch wiedergibt. Konkret kann es also heißen, dass ich in die Patientenverfügung reinschreibe, ich möchte unter keinen Umständen an ein Dialysegerät angeschlossen werden. So, wann sind Patientenverfügungen jetzt rechtlich bindend und wann nicht? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und von uns häufig in der Akutsituation auch gar nicht so sehr zu prüfen. So ein paar Hinweise, was auf gar keinen Fall rechtlich bindend ist, ist immer dann, wenn da steht, wenn ich mich im unabwendbaren Sterbeprozess befinde, wenn an meinem Gehirn Schäden aufgetreten sind, die mich am normalen Leben nicht mehr teilhaben lassen, wenn ich nur noch ein menschenunwürdiges Leben leben kann. Warum? Weil das sind alles nicht definierte Bereiche. Was ist ein menschenwürdiges Leben? Was ist das normale Alltagsleben, an dem ich noch teilhaben könnte? Was ist der unabwendbare Sterbeprozess? Theoretisch beginnt der mit der Geburt oder beginnt der erst ab Atemstillstand? Man weiß es nicht. Das heißt, immer dann sind Patientenverfügungen rechtlich nicht mehr wirklich bindend. Trotzdem zeigen sie natürlich, der Mensch, der hat sich irgendwo Gedanken gemacht, was soll in gewissen Situationen passieren. Und das kann man natürlich als Baustein für die Willensevaluation eben verwenden. Das heißt, eine Patientenverfügung ist nicht per se Müll, nur weil sie sehr unkonkret formuliert ist. Da habe ich euch übrigens auch ein Flussdiagramm mal mit in die Shownotes gepackt, wie man eigentlich einen Patientenwillen evaluieren kann. So, die Vorsorgevollmacht. In der Vorsorgevollmacht steht drin, wer im Falle, dass ich nicht mehr für mich selbst entscheiden kann, dann für mich entscheiden soll. Das heißt, wer dann die Betreuungsfunktion für mich übernehmen soll. Eine Vorsorgevollmacht umgeht damit das Betreuungsgericht, die Betreuungsverfügung wiederum, die schreibt dem Betreuungsgericht vor, wen es als Betreuer einsetzen muss, wenn ein Betreuungsfall eintritt. Okay? Das heißt, ich falle jetzt hier bewusstlos um, habe aber überhaupt gar keine Dokumente abgeschlossen, dann werde ich auf die Intensivstation gebracht und auf der Intensivstation sagt mein Mensch, der Philipp kann ja nicht mehr für sich selbst Sorge tragen, wir brauchen jetzt einen Betreuer, der für ihn die Entscheidungen übernehmen kann oder in seinem Interesse die Entscheidung trifft. Und dann kommt das Betreuungsgericht eben ins Spiel und das setzt dann Betreuer ein. Und wenn ich den Betreuer dann vorher definieren will, dann habe ich die Betreuungsverfügung, womit ich das machen kann. So viel dazu, so viel zum Papierkram. Das Ganze ist auch nochmal in den Shownotes so ein bisschen für euch zusammengefasst. Ich hoffe, es hilft euch. Ganz konkret, was bedeutet das? Wenn ich jetzt entscheiden will, soll dieser Patient intubiert werden oder nicht? Wie ist da der Entscheidungsbaum? Der Entscheidungsbaum besteht erst einmal aus der medizinischen Indikationsstellung und die treffen wir als Ärzte.
Das heißt, wir prüfen, ist diese Handlung jetzt medizinisch indiziert? Ist sie nicht indiziert, dann bieten wir sie dem Patienten auch gar nicht erst an, weil es macht ja keinen Sinn. Das heißt, dann hat der Patientenwille erstmal gar keine Bedeutung. Ist sie indiziert? Das heißt, will ich den Patienten zum Beispiel jetzt künstlich beatmen oder ins künstliche Koma legen, dann muss ich gucken, will das der Patient überhaupt? Entweder ich frage den Patienten einfach, das ist natürlich immer das Konkreteste. Ein Patient, der seinen freien Willen noch äußern kann, der ist natürlich immer erstmal ein mündiger Patient, mit dem kann man auch reden, wenn er die Situation als solche auch erfassen kann. Und wenn er sagt, Mensch, ja, möchte er gern, dann können wir das Ganze machen. Wenn er gar nichts sagt, weil er eben zum Beispiel im Koma liegt oder bewusstlos ist oder einen schweren Schlaganfall hat und deswegen gar nichts mehr sich vernünftig äußern kann, dann muss man mit dem Betreuer besprechen, was denn der Patient wollen würde. Und der Betreuer, wie gesagt, wird definiert einmal durch die Vorsorgevollmacht oder zusammen mit dem Betreuungsgericht. Und das Betreuungsgericht setzt dann den in der Betreuungsverfügung vorgesehenen ein, wenn man denn einen hat. So. Das heißt, das ist der allgemeine Entscheidungsbaum. Medizinische Indikation, wir, Zustimmung von Patient, Patient oder Betreuer und dann Behandlung. So gehen wir vor. Was machen wir denn jetzt, wenn wir als Rettungsdienstler oder im Schockraum, im Notfall eine Entscheidung treffen müssen und wir haben da vielleicht irgendeine nebulöse Patientenverfügung, der drinsteht, im unabwendbaren Sterbeprozess, wenn ich mein Leben darauf nicht mehr genießen kann, also sprich rechtlich nicht bindend, was mache ich dann? Im Zweifel immer für das Leben. Das heißt, im Zweifel werde ich den Patienten erstmal behandeln, denn, und das weiß man spätestens seit dem Putzfall sehr genau, eine Therapie kann später auch immer noch abgebrochen werden. Wenn ich also jetzt einen Patienten initial intubiere und beatme und den auf eine Intensivstation bringe und weil ich sage, in der initialen Situation konnte ich nicht sagen, was der Patient jetzt genau will, ich konnte es einfach nirgendwo ran festmachen und später auf der Intensivstation am Folgetag kommt raus, oh, das hätte der Patient nie gewollt, dann kann man das Beatmungsgerät immer noch abschalten, den Patienten immer noch terminal extubieren und das Ganze ist so auch rechtlich dann möglich. Wenn ihr mal in der Situation seid und ihr wisst nicht so genau, was will jetzt der Patient, das ist euch, fängt euch alles ganz schwer, auch vielleicht der Betreuer, der zwar als Betreuer eingesetzt ist, der sagt, Mensch, ich weiß auch nicht, was der Patient jetzt gewollt hätte, dann hilft es immer einfach so ein paar Informationen zusammen zu sagen, schau mal da, der Patient hat eine Patientenverfügung gemacht, wo er eigentlich sagt, wenn er ein menschenunwürdiges Leben nur noch leben kann, du kanntest doch den Patienten zu leben, als er noch klar war. Wie hat denn der über so Sachen nachgedacht? Gab es vielleicht Leute im Bekanntenkreis, die mal in einer ähnlichen Situation waren? Wie hat sich der Patient dazu geäußert? Und man kann auch natürlich sich da ethisch beraten lassen. Sollte es normalerweise in jedem Krankenhaus eben Ansprechpartner geben, die Situation dann aus der ethischen Seite her beleuchten und die dann auch für die Angehörigen, die Sorge tragen müssen, als Ansprechpartner bereitstehen. Und wir als Mediziner beraten natürlich fachlich und können eben Hinweise darauf geben, wie viel Sinn und wie viel Unsinn jeweils eine Therapie noch macht und wie vielleicht so die Prognoseeinschätzungen sind, auch wenn das häufig sehr, sehr schwer ist. So, und jetzt als allerletztes, weil mir das extrem wichtig ist, was solltet ihr konkret machen? Ihr konkret solltet natürlich, wenn euch das Video gefällt, es unbedingt teilen und liken. Ihr solltet auch unbedingt in den Kommentaren oder direkt per E-Mail uns feedbacken, wenn ihr sagt, Mensch Philipp, da hast du Quatsch erzählt, das sehe ich ganz anders oder viel zu unkonkret oder so, dann können wir das gerne diskutieren. Da bin ich gespannt drauf. Aber vor allen Dingen sollte jeder von euch mit seinen Angehörigen darüber sprechen, Mensch, so und so denke ich über das Leben nach und so stelle ich mir das vor, wenn ich mal in eine schwierige Situation komme. Und auch ruhig mal nachfragen. Oma, wie denkst du eigentlich darüber? Wie siehst du das, wenn du mal ans Beatmungsgerät musst? Möchtest du das noch? Oder sagst du, mit 89 Jahren hast du ein glückliches Leben gehabt? Du willst eigentlich in Ruhe und im Familienkreis einschlafen? Das ist nämlich das Allerwichtigste, dass man, solange man noch klar denkt, sich dazu äußert, dass man den Angehörigen, seinen eigenen Freunden und Verwandten eben mal erzählt, wie denkt man eigentlich über gewisse Situationen, was möchte man für sich, wie stellt man sich das vor und sie dann aber auch in die Situation bringt, dass sie entscheiden dürfen, das heißt eine Vorsorgevollmacht ausfüllt
und die Vorsorgevollmacht eben für Leute ausstellt, mit denen man viel über seine eigenen Wünsche und Vorstellungen gesprochen hat. Und andersherum, wenn ihr Leute im Krankenhaus habt, die vielleicht schon schwer krank sind, bei denen absehbar ist, dass sie mal in eine schwierige Situation oder vielleicht in die letzte Phase des Lebens kommen, dass man mit denen spricht, du hör mal zu, macht es nicht Sinn, dass wir eine Vorsorgevollmacht machen und erzähl mir doch mal, wie stellst du dir das vor? Das sind natürlich keine einfachen Gespräche, aber es ist deutlich einfacher, das Gespräch einmal zu führen, auch wenn es dann unangenehm ist, als viel später auf der Intensivstation hilflos dazustehen und zu sagen, Mensch, darüber haben wir uns nie unterhalten. So, das also als konkreter Tipp von mir. Ich kann euch sagen, 2 Stockwerke höher liegt meine Patientenverfügung und auch meine Vorsorgevollmacht und auch Nachrichten an meine Angehörigen, wenn irgendwann mal etwas Schlimmes eintreten würde, inklusive einer Auflistung aller wichtigen Bank- und Versicherungsdaten, damit ich meine Angehörigen nicht im Regen stehen lasse, wenn es mir mal wirklich schlecht geht. Und das kann ich nur jedem von euch raten. So, trauriges Thema. Jetzt ist wieder Zeit zu lachen und den Sommer zu genießen. Macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ciao.